Gut, jetzt, ich mache, David Reich versteht das bisschen Schweizer Mundart. Ich mache die Anmoderation kurz in Mundart. Musst du da stehen, so. Wir müssen immer schauen, dass wir das kameratechnisch noch ein bisschen im Griff haben. Also, es freut mich, dass doch einige den Weg zu uns gefunden haben. Und ich möchte kurz vorstellen, ich habe es schon gesagt, die einen oder anderen haben in ihrem Tesla vielleicht schon mal die Podcast-App ausprobiert. Oder auf dem Smartphone, auf dem Handy, Tesla-Podcast, Tesla-Welt gelost. Und hinter dem Tesla-Welt ist natürlich ein Gesicht und das ist der David. Und das freut mich sehr, dass er heute den Weg zu uns gefunden hat, weil er hat mir heute Morgen erzählt, sie sind 8 Kilometer gefahren, also nicht gleich um die Ecke. Also freut mich sehr, dass er heute bei uns ist. Wir machen im Stil von einem Interview ein paar Fragen. Er wird uns etwas über seinen Kanal erzählen und jetzt switche ich auf Hochdeutsch. Ja, David, du hast gesagt, 8 Stunden bist du gefahren. Ja, ein bisschen Stau. Mit Stau, ohne Stau. Mit Stau, mit Stau. Mit Stau, das Ein Übliche. bisschen. Aber ich habe ein gutes Auto. Ja, in. So. Er ist gut drauf. Er ist gerade auf jeden Kilogramm 1 Meter. Sorry. So. Danke für den Hinweis. Immer gern. Also, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Und David, was hat dich dazu inspiriert, Tesla Welt zu gründen? Und vor allem, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das jetzt, wo bist du bei 150 Folgen? 312. Oh, shame on me. Also, eben, das braucht ja eine Ja. gewisse Beständigkeit und auch einen gewissen Aufwand. Und wenn man Familie hat, dann. Und das so seriös macht wie du, dann, und noch arbeitet, Ja. dann braucht es eine gewisse Hartnäckigkeit. Ja. Also die Frage stellt mir meine Frau auch öfters, die da sitzt. Und bei der kann man sich auch gerne bedanken, weil die macht das auch möglich, dass ich das machen kann. Das hat so zwei Ebenen bei mir. Das eine ist eine persönliche Ebene, dass ich mich eben sehr für Tesla interessiert habe irgendwann und das sehr spannend fand, was diese Firma macht. Und dann habe ich das einfach mal angefangen und geschaut, was passiert. Dann kam auch Wann sehr war früh, das? das war im März 2018, ganz tolle Idee, weil mein zweiter Sohn war gerade geboren und da habe ich gedacht, ach, ich bin ein bisschen in Elternzeit. Da kann ich doch noch ein drittes Kind bekommen und dann einen Podcast Genau. anfangen. Und ja, das 5 Jahre dann sind jetzt jetzt dieses über Jahr. 5 Jahre, genau. Und wo ich das jedes Woche mache, ich habe das als Audio-Podcast angefangen und jetzt inzwischen mache ich auch YouTube-Videos relativ häufig. Einfach weil halt das News-Thema muss halt aktuell sein und da ist das einfach. Das wollte ich schon lange mal fragen. Das heißt ja nicht auf meiner Liste, aber ist das identisch? Machst du das? Ist Ja, das mit demselben Inhalt? Du nimmst weitgehend. Ja. einmal, der Podcast ist einfach nur Ja. Voice und Ja. das Video ist dann Video. Das ist weitgehend identisch. Manchmal mache ich ein paar Sachen, die mehr visuell sind, dann nur auf YouTube und dann nicht im Podcast. Aber ich versuche schon immer auch im Podcast zu machen. Und die Leute fragen mich auch. Also wenn ich was auf YouTube mache, das noch nicht als Podcast kam, dann werde ich auch oft gefragt. Und das hat bei mir ganz viel persönliche Entwicklung freigesetzt auch, ja. Also das hat sich wahnsinnig viel getan bei mir persönlich und das motiviert mich auch, das weiterzumachen. Sei das persönliches Netzwerk, aber auch einfach das, was ich da gelernt habe, war unglaublich viel. Ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt dadurch. Und das ist so die eine Sache, so persönlich. Und dann geht es mir natürlich schon auch um die Firma und um was Tesla bewirkt. Und diese Mission von Tesla, die unsere gesamte Gesellschaft verändert. Das finde ich halt auch spannend, da ein Teil davon zu sein und das mit dieser tollen Community auch einfach voranzubringen. Okay, vielen Dank. Wie hast du die Marken? Wir haben vorhin gehört, Markteinführung, deshalb sind wir ja hier vor 10 Jahren, ziemlich genau vor 10 Jahren, wie wir gehört haben. Wie hast du die erlebt in der Schweiz beziehungsweise in Europa? Die habe ich gar nicht erlebt, muss ich zugeben, weil ich habe vor allem den Roadster erlebt, schon ja, 2006.
Das habe ich wahrgenommen. Da habe ich aber noch nicht mich für Tesla so richtig interessiert. Das habe ich eher so in den IT-News. Ich bin ITler. Ja, da habe ich so aus den IT-News das wahrgenommen. Verrücktes Startup aus Kalifornien baut Laptop-Batterien ins Auto. Fand ich toll, spannend, nicht relevant für mein Leben. Und habe das dann so ein bisschen abgehakt erstmal. Ja, und dann die Einführung des Model S habe ich dann auch nicht verfolgt. Und erst als es dann wirklich da war, habe ich das 2014 zum ersten Mal dann auch wirklich in einem Model S gesessen. Und da war es dann vorbei. Ja, da war es dann, also allein die Integration von Spotify in einem Auto zu dem Zeitpunkt, wo man mit einem Mobilfunkvertrag irgendwie keine 3 Megabyte verschickt bekommen hat in Deutschland. Und jetzt habe ich da eine Online-Flat ohne Datenlimitierung im Auto. Das fand ich aus dieser Computer-Nerd-Sicht kommend derart spektakulär. Das war dann einfach vorbei mit mir. Ja, dann ging es los. Dann habe ich mich immer mehr dafür interessiert. Und das ging natürlich mit dem Model S los. Ja, da war der Roadster auch rein von den Stückzahlen, aber auch von der Relevanz jetzt für Leute, die das als Auto kaufen wollten. Das war halt eine sehr kleine Nische, würde ich sagen. Und das hat sich mit dem Model S schon geändert. Also ich bin froh, weil mir ist es genauso ergangen. Vor 10 Jahren habe ich nichts von Tesla, habe ich verpennt. Dann war ich nicht der Einzige. Oder war jemand von euch da vor 10 Jahren schon so Tesla-affin wie jetzt? Gibt's jemanden? Bei mir kam noch dazu, dass mir Autos vollkommen egal waren. Ich habe mich für Autos überhaupt nicht interessiert. Das war ein Fortbewegungsmittel. Ja, das musste irgendwie halt funktionieren und möglichst günstig sein und so. Aber das hat mich aus dieser, diese Faszination Auto hatte ich damals überhaupt nicht, sondern das war für mich eher eine IT-Perspektive. Und was die softwaremäßig gemacht haben, das fand ich dann spannend. Ist es ja eigentlich auch, wie jetzt gewisse deutsche Hersteller auch begriffen haben. Ja, wie hat sich der Markt aus deiner Sicht für Elektroautos in den letzten 10 Jahren verändert und wie im Speziellen hat dies die Nachfrage vom Model S beeinflusst? Das ist natürlich ein Wahnsinn, was da passiert ist. Und wir sind heute fast schon im Mainstream angekommen. Als Tesla angefangen hat, da war das ja nur lächerlich. Die wurden ja nur ausgelacht. Ja, das war ja die Spinner und das geht alles nicht und kann nicht sein. Und das Model S hat eigentlich auch, ich glaube schon in der Automobilwelt zum ersten Mal dann dafür gesorgt, dass sie kurz mal aufgehorcht haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt plötzlich Auto des Jahres geworden, ja, später dann noch Auto des Jahrzehnts sogar. Und das war schon Meilenstein und seitdem ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Und heute sehen wir es an den Verkaufszahlen, die Verbrennerverkäufe gehen massiv zurück. Die Leute, selbst die Leute, die noch nicht so weit sind, um sich ein Elektroauto zu kaufen, die kaufen sich jetzt schon keinen Verbrenner mehr und denken schon darüber nach. Ja, und ich merke das bei meinen Nachbarn immer, ja, die auch immer hinter meinem Rücken wahrscheinlich gelästert haben und jetzt dann plötzlich sagen, ja, da will ich auch mal mitfahren und, ne, und da ist einfach die ganze Denkweise in der Gesellschaft verändert sich. Also du denkst, damit wurde auch das Bewusstsein für Elektrofahrzeuge oder Elektroautos geschärft und die Absolut. Akzeptanz erhöht. Weil das eben vom Elektroautos sind Golfkarts, die hässlich sind und langsam sind, ich habe plötzlich Spaß in einem Wahnsinnsauto. Ja, dieser Schritt, den hat halt Tesla mit dem Model S geschafft. Ja, ich sehe das ähnlich. Wie hat Tesla, denkst du, Tesla hat gute, ist der Mann von Tesla noch hier? Muss er aufpassen. Nee, er hat seine Sicht dargestellt, aber was ich eigentlich fragen wollte, war, hat aus deiner Sicht Tesla auf das Feedback der Kunden und des Marktes in Bezug auf das Model S gut reagiert? Oder die Bedürfnisse und die Sorgen ernst genommen? Oder
Ich glaube, das ist etwas, was Tesla schon auszeichnet, dass sie gerade in den frühen Zeiten, ja, auch mit beim Roadster, und waren sie ja total angewiesen auf das Vertrauen der Kunden, die, ja, da haben sie die Preise erhöht, und das mussten ja die Kunden, die das Auto auch noch nie vielleicht gesehen hatten, noch nie gefahren hatten, alles mitmachen erstmal. Und ich glaube, dass da Tesla schon sehr darauf geachtet hat. Sie machen ja auch regelmäßig Umfragen dazu. Ich glaube, auch die Tesla Owners Clubs spielen hier eine wichtige Rolle, weil sie halt genau dieses Feedback eigentlich auch aus den Clubs dann zu Tesla tragen können. Und dementsprechend fließen dann Neuerungen auch immer direkt schon in die Produktion mit ein. Und ja, also ich denke, Tesla achtet da sehr drauf. Oder mehr als andere Hersteller. Welchen CEO kann man schreiben, pass auf, mir gefällt das und das nicht. Und wenn man Glück hat, liest das vielleicht oder liest jemand bei Tesla und kommt dann eine Reaktion. Genau, im besten Fall ein Software-Update. Club war ein Stichwort in eigener Sache quasi. Welche Bedeutung hat der Tochter Tesla Owners Club Helvetia für die Community und den Austausch von Erfahrungen und Informationen in deiner Wahrnehmung? Für mich sind die Tesla Owners Club und die Leute, die dahinter stehen, eigentlich die am frühesten an Tesla geglaubt haben, die am frühesten an Tesla auch das Vertrauen eben geschenkt haben, die Model S gekauft haben, viel Geld auf den Tisch gelegt haben für ein Risikoprodukt, muss man ja sagen. Am Anfang wusste man nicht, was man bekommt. Und insofern waren die für Tesla ganz wichtig, glaube ich. Weil, vielleicht noch ein bisschen. Entschuldigung, so. Ich bewege mich. Weil die in der frühen Zeit hätte Tesla gar nicht überleben können ohne diese Early Adapter, die sozusagen hier das Vertrauen entgegengebracht haben. Das ist für mich die wichtige Rolle, die sie sozusagen gegenüber Tesla auch spielen. Und ich hoffe, Tesla vergisst es nicht und wird sozusagen auch zukünftig immer einen großen Wert auf die Tesla Owners Club legen und auf den Input, der daraus entsteht, weil das ist eben genau dieser Kundenfeedback, der auch notwendig ist, um die Produkte besser zu machen. Und ja, gegenüber der Community und Leuten, die vielleicht noch keine Elektromobilität erleben täglich, ist das auch eine wichtige Arbeit, weil ich habe heute Morgen, hat mir der Fritz eure Broschüre nochmal gezeigt, ja, wenn man einen neuen Tesla geliefert bekommt und gerade bei Neukunden, die haben ganz oft bei der ganz schnellen Delivery, die Tesla durchzieht auf dem Parkplatz, dann eben keine Ahnung, wie das Auto funktioniert, und das ist einfach super, wenn sie da in die Hand genommen werden und da eben nochmal das Material bekommen, Workshops machen können. Ja, so sehe ich die Rolle. Danke. Wir haben vorhin noch gehört, die Entwicklung von Servicestandorten. Ich denke, das ist etwas, das alle Tesla-Fahrer brennend interessiert, gerade die vielleicht nicht in Zentrumsnähe wohnen, sondern vielleicht in Randgebieten oder dezentral. Ich habe vorhin jemanden strahlen sehen, als er gehört hat, Chur kommt nächstes Jahr. Das hat jemand mit grosser Freude zur Kenntnis genommen. Ob es dann kommt, werden wir sehen. Das werden wir nächstes Jahr wissen. Aber wie denkst du, dass die aktuelle Abdeckung, jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern generell in Westeuropa, dass die in der aktuellen Form genügend ist? Oder denkst du, das ist ein Pain für die meisten Kunden? Also sprich, muss man das Netz noch deutlich erweitern aus deiner Sicht? Oder eben ist das genügend? Ich bin Optimist. Generell. Deswegen habe ich da eher einen positiven Ausblick drauf. Ich glaube, dass Tesla als vielleicht immer noch einziger richtig verstanden hat, dass man, um Autos zu verkaufen, also um Elektroautos zu verkaufen, den Leuten eine echte Alternative zum Verbrenner bieten muss. Das heißt, ich brauche Serviceinfrastruktur und Supercharger, also Schnellladeinfrastruktur. Das sind die beiden Grundvoraussetzungen, überhaupt Autos zu verkaufen. Und das wissen die. Und das haben die auch kapiert. Jetzt gibt es einen großen Vorteil, den Tesla hat und den man vielleicht immer auch jetzt aus der Kundensicht unterschätzt, wenn man die Verkaufszahlen anschaut, die ja exponentiell immer steigen, wo man sich denkt, oh, und können sie den Service mitskalieren? Ja? Können sie genügend Ladeinfrastruktur gleichzeitig mit aufbauen? Und das ist eben der Vorteil, ist der Zugang zu den Daten, den Tesla hat. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Die wissen genau, an welchen Supercharger zu wenig Stalls sind, zu wenig Ladeleistung anliegt,
die können das in Echtzeit sich anschauen. Die haben jetzt das ganze Supercharger-Netzwerk freigegeben für andere Elektroautos, wo ja auch manche gesagt haben, oh Gott, jetzt verlieren sie den einzigen Vorteil, den sie eigentlich hatten, was ich gar nicht verstehen kann, wieso das der einzige Vorteil sein soll, weil mir fallen noch 300 andere ein. Aber ja, und das können die nur machen, weil sie halt wissen, wir haben da die Kapazität. Die schalten ja auch nicht alle Supercharger frei, sondern eben die, wo halt 20 oder sogar 40 Stalls sind und die halt die ganze Zeit leer stehen, im Moment noch. Und weil es ja auch noch nicht viele andere Elektroautos gibt, muss man ja auch mal sagen. Ne? Die meisten kommen halt von Tesla und so viele andere gibt es noch nicht. Von dem her glaube ich, dass Tesla das schaffen kann durch diesen Zugang zu diesen Daten, den sie haben. Ich glaube auch, dass sich da softwaremäßig ganz viel tut. Die Ladezeiten sind besser geworden, einfach nur durch Software. Die können auch die Software von den Superchargern updaten. Also da passiert ganz viel, was Tesla durch Daten und Software lösen kann. Du hast mir jetzt gerade noch das Stichwort, schöne Überleitung zu meiner letzten Frage gegeben. Supercharger, ja, kennen wir alle, ist die Superlösung bei Tesla, die man, denke ich, gerade bei internationalen Reisen oder Langstrecken wirklich, besser geht's nicht, in meiner Sicht. Aber ich weiß, dass natürlich eben nicht nur, wenn man das etwas globaler, also nicht globaler, wenn man das etwas markenunabhängiger anschaut, dann hört man immer wieder, ja, es gibt viel zu wenig Ladestationen. Wenn wir jetzt mal das Supercharger-Netzwerk beiseite lassen, ich denke, in der Schweiz wirst du weniger beurteilen können, aber wie siehst du das, wie ist das in Deutschland die Situation, wenn man jetzt nicht bei Tesla laden will, kann, wie auch immer? Mich würde das nerven. Also ich würde mit einem anderen Elektroauto immer diesen Spaß mit den Ladekarten haben und hätte ich keinen Spaß dran, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da gibt es auch noch wirklich viel zu wenig Säulen. Da ist man natürlich als Tesla-Fahrer fein raus, weil das Problem habe ich nie. Ja, da muss ich keine einzige Sekunde dran verschwenden, egal wo ich in Europa hinfahren will. Und klar gibt es dann Gebiete oder so Einzelsituationen. Ja, wir sind nach Kroatien gefahren jetzt im Sommer. Kroatien ist ein kleiner Markt, da gibt es halt noch nicht viele Stores, da liegt auch nicht 250 kW an dem Supercharger. Da habe ich einmal gewartet, ja, aber an der Tankstelle passiert mir das vielleicht auch mal, dass man warten muss. Ne? Das ist, aber sonst habe ich nie ein Problem. Klar muss da noch viel passieren, aber ich glaube halt auch, dass Tesla da sehr viel mehr machen wird, noch in Zukunft, gerade jetzt mit der Integration von anderen Automobilherstellern, die jetzt alle in den USA vor allem den Ladestandard übernommen haben. Also ich denke, da wird Tesla eben die Skalierung auch hinbekommen. Auch für die anderen mit. Ja, ja, das wollen wir doch hoffen. Ich bin soweit mit meinen Fragen durch. Bevor ich da noch ins Publikum frage, ich gebe dir gerne die Gelegenheit, noch zwei, drei Sachen für die Leute, die deinen Kanal noch nicht kennen oder vielleicht nicht wissen, wie man auf den zugreifen kann. Ich habe es einleitend kurz was von der App gesagt. Möchtest du da noch etwas, eine kleine Werbeshow machen? Natürlich, immer. Also ich habe ja als Audio-Podcast angefangen, einfach als Nachrichtenzusammenfassung über Tesla-News einmal die Woche. Das gibt's nach wie vor. Kann man im Auto zum Beispiel über TuneIn finden, einfach nach Tesla-Welt suchen, dann findet er das automatisch. Und dann gerne auch da abonnieren. Ansonsten, um es noch aktueller zu machen, mache ich eigentlich fast ja, 4-5 Mal die Woche Videos auf YouTube. Die sind dann kürzer, weil es eben eine Tageszusammenfassung ist letzten Endes. Die sich dann, also da kann man auch gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Seit gestern habe ich sogar einen T-Shirt-Online-Shop. Auch da danke an meine Frau, die das gemacht hat. Den findet man unter den Videos. Also wenn da jemand Tesla T-Shirts hast du mir eines mitgebracht? Ich habe selber noch gar keins. Das ist wirklich, ist jetzt in der letzten Woche entstanden. Und ich habe damit auch gar nichts zu tun. Das hat alles sie gemacht. Ja, da vielen muss ich Dank. Wirklich auch die Props abgeben. Ja. Also und Suchbegriff auf YouTube und auch sonst Tesla ist Welt. Tesla Welt am ja, Stück. Ein Wort. Nee, sind zwei Wörter eigentlich. Zwei Wörter. Aber man findet es, glaube ich, selbst immer zusammen. Du bist auch auf Twitter. Gut, genug die Werbetrommel gerührt. Ja, wir können die Gelegenheit gerne nutzen, wenn jemand noch eine Frage hat oder auch ein Lob oder eine Kritik, dann bitteschön, David wird nicht jeden Tag in der Schweiz sein.
Wobei meine Frau heute Morgen mir gesagt hat, als wir hierher gefahren sind, warum wohnen wir denn hier nicht? Ich habe ihm gesagt, es gibt viel Bauland noch in der Schweiz. Und hier ist es speziell günstig, weil nicht in Zentrumsnähe. Und als ITler kannst du ja auch mit Homeoffice gut arbeiten. Jetzt nur zum Thema Tesla habe ich das Gefühl, ich bin kein Deep Net User oder so. Aber Kollegen wie die, wie dich oder so, gibt es schon fast, sag ich mal, massenhaft oder so. Wie kriegt man dann den Hals besser ans Licht als die Mitbewerber? Also, als ich angefangen habe, gab es niemanden, der deutschen Content zu Tesla gemacht hat. Also da war ich auch der erste Podcast und ich habe das auch genau aus dem Grund auf Deutsch gemacht, weil ich mir gesagt habe, ich selber habe sehr viel Podcast gehört. Es gab super Podcasts auf Englisch über Tesla und was soll ich da jetzt den 100. Tesla-Podcast auf Englisch machen? Das habe ich zwar... Zum Beispiel in Deutsch auch schon. Genau, und das ist aber neu. Das war am Anfang nicht so. Und dass da jetzt sehr viel entstanden ist, klar, das geht jetzt in den Massenmarkt, da wird auch noch mehr entstehen. Und ich glaube, was die Leute vielleicht an meinem Kanal schätzen, ist, dass ich mich inzwischen ganz gut auch mit dem Thema wirklich auskenne und versuche, da auch Qualität reinzubringen in dem, was ich mache und nicht nur irgendwas vor mich hin zu erzählen. Das ist so die eine Sache. Und dann ist, glaube ich, die zweite Karte, die man immer spielen kann, ist einfach... Regelmäßigkeit, genau, ich hätte jetzt Persistence auf Englisch gesagt und ich glaube, das, ja. Das musst du auch, weil auf YouTube bist du im Ranking nirgends, wenn du nicht mindestens 3 Videos pro Woche machst. Ja. Aber ich finde auch, meine Erfahrung. Ich finde, es gibt auch ganz viele unterschiedliche Kanäle, die eben auch gerade durch die Unterschiedlichkeit dann insgesamt positiv dazu beitragen. Also ich sehe die gar nicht immer nur als Konkurrenz. Klar gibt es Leute, die genau das Gleiche machen, aber manche machen, spezialisieren sich auf Batterien, andere sind dann, und es ist alles spannend eigentlich, ja. Und nicht jedem gefällt jeder Stil, deswegen ist es auch super, dass es verschiedene und viele Kanäle gibt dazu. Ja? Und das ist natürlich wahrscheinlich für die Motorsportpresse Stuttgart, ich meine die deutsche, doch relativ starke Automobilpresse. Das glaube ich auch, ja. Ich bin zum Beispiel immer im Austausch mit dem Handelsblatt, die regelmäßig auch über Tesla berichten, auch so, wie es mir nicht gefällt. Und ich treffe mich mit denen ab und an. Die hatten auch bei diesem Skandal sozusagen, haben sie mich danach gefragt, leider nicht davor. Aber die haben sich meine Zahlen mal angeschaut und da meinte dann der Herr vom Handelsblatt, ja, du hast mehr Zuschauer als ich, als ich Leser habe. Du hast eine größere Reichweite als wir. Ja, und das hat mich überrascht und ich war so, okay. Woran das wohl liegen mag? Das weiß ich nicht. Okay, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich möchte mich nochmals herzlich bedanken, David. Es gibt am Nachmittag noch eine Runde, wenn noch jemand da ist, dann wird im ähnlichen Rahmen verlaufen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ist der nächste Programmpunkt, Henning? Nach dem Batterievortrag, dann nach der Martin Technik und dann mache ich noch den Strom. Wann beginnst du? Dann gleich weiter. Die meiste Zeit ist ja rum von meiner, also mache ich direkt weiter. Oh, machst du keinen Break? Gut. Danke.